Hallo, herzlich willkommen wieder hier in der E-Bike-Erlebniswelt. Er hat nur den Lauda, ich selbst, er hat Mod. Der Herr Beck. Ja. Herr Beck, wo kommen Sie her? Aus Bielefeld, aus Jöllenbeck. Meine Güte, also der Herr Beck hat diese Reise jetzt hierher unternommen, um nämlich sein neues Easy-E-Bike abzuholen. Und der Herr Beck, der setzt es nicht nur ein zur Jux und Dollerei, sondern der hat einen Auftrag. Einen Auftrag, den zeige ich jetzt ganz kurz. Er leitet nämlich die viele tausend Pilger auf dem Jakobsweg bis nach Santiago de Compostela. Also zumindest eine Etappe, ne? Ja, das, was bei Ihnen. Bei uns läuft das in der Gegend von Minden über Bielefeld bis rüber nach Warendorf, beziehungsweise er trennt sich dann bis rüber nach Soest. Gut, also man sagt ja schon, in der Steinzeit sind da schon Menschenströme dann immer in diese Richtung marschiert, bis zum Ende der Welt, gell? Und es tue sie das aufrechterhalten. Also er hat mir jetzt gerade, ich erkläre es nochmal ganz kurz, solche Pepperle, ne, so Pepperle da in die Hand gebe. Und die machen das ganz geschickt. Das sind Blechle, ne, so Blechle, Alublechle. Dann wird das draufgeklebt, dann hat er einen Pfeil, dann kann man so rum und so umdrehen. Also ne, ein Pfeil für links und rechts, super. Ne? Und dann gibt es noch sowas. Ja, und das Ganze wird dann hingeklebt an einen Baum und wie er das macht, das zeigt er jetzt gleich noch einmal. Also ich gebe Ihnen jetzt wieder die Pepperle da. Ja, wunderbar. Ja. Also Sie brauchen ja das Easy, damit Sie den Wanderweg entlang fahren. Richtig. Weil mit dem Jeep hat er keinen, manchmal wäre ein Jeep wahrscheinlich zu breit. Auch, ne? Das sind schmale Waldwege, wo man noch teilweise durch muss. Genau. Das sind nicht immer so Wirtschaftswege, sondern die haben ganz normale Fußgängerbreite, höchstens. Ne? Dann die Mountainbiker, die rasen an ihnen vorbei, die wollen das nicht machen, die arbeiten nämlich an. Nein, die wollen ja nur Freizeit fahren. Ne? Siehst du? Weil dann haben wir uns halt überlegt, was ist dann da das Beste für ihn. So, und dieses Easy daneben, das ist also ein verstärktes, er ist ja auch ein gestandener Mann. Ne? Und also wir haben da uns für eine Enviolo-Schaltung entschieden, und zwar das haben wir bei uns probiert hier. Wir haben hier viele steile Berge, ob es dann bei ihm auch hochgeht. Funktioniert. Es hat eine Schiebehilfe, dass man auch mal kurz schieben kann, wenn es mal unbegehbar oder unfahrbar wird. Ein Zahnriemen ist drauf und, sodass man auch durch den Dreck fahren kann und muss dann deswegen nicht irgendwie Angst haben, dass sich auf einmal nichts mehr dreht oder was kaputt geht. Nee. Sie sehen auch, wir haben Reife drauf gemacht. Das sind neue Marathonreife von Schwalbe. Die haben einen Mordsgrip und laufen trotzdem leicht. Also das ist genau das, damit man mal auf weichem Untergrund, es regnet ja ab und zu einmal und dann ist matschig. Aber Sie sollen jetzt mal zum Zug kommen, Herr Beck. Sie müssen aber sagen, also ich habe jetzt das da mal erledigt. Und Sie haben also Körble vorne, Körble hinne und zwei Taschen. Zwei Taschen sind es. Was ist denn dann da alles drin? Also wir haben einmal unser Werkzeug da drin, was wir generell brauchen, um die Vorbereitung zu machen, um die Aufkleber richtig zu befestigen. Bei Bäumen machen wir natürlich erst das Grün ab. Deswegen die Drahtbürste. Oder auch wenn Sie unebene Flächen haben, dass so kleine Ästchen rausgucken, dann haben wir so einen Kratzer, wo man dann die Fläche gerade macht. Und zwar in der Größe, so wie man das hier für so ein Blechel braucht. Dann haben wir natürlich das wichtigste Werkzeug mit. Das ist die Rosenschere, das heißt, wenn Äste im Wege sind, da schneiden wir gerade kurz die Äste ab. Ja. Das, was wir so mit der Schere wegkriegen, das dürfen wir dann auch wegschneiden. Das heißt, Bäume sägen wir nicht um und pflanzen auch keine. Nee. Bäume, ne? Und dann ist ja immer interessant, wenn ich als selber wandere, dann manchmal sieht man die Schilder nicht, gehe sie dann von der einen Seite und von der anderen Seite und gucke. Es sieht folgendermaßen aus, es gibt bestimmte Wege, die nur in eine Richtung laufen. Zurzeit ist es bei uns der Jakobsweg. Stimmt. Pilgerweg, der läuft nur in eine Richtung. Weil die nämlich meistens mit dem Flugzeug zurückfliegen. Genau. Und diese Besonderheit des Jakobsweges ist, der geht bei uns von Kirche zu Kirche. Der läuft in Minden an der Kirche los, kommt über Herford an der Kirche vorbei, nach Bielefeld an der Kirche vorbei, Gütersloh an der Kirche vorbei, Reda-Wiedenbrück. Und das läuft immer auch dann mitten durch den Ort. Und deswegen muss man auch durch Fußgängerzonen, und da gibt es auch natürlich Fahrrad. Fahrverbot, dann ist es schön, wenn man ein leichtes Rad hat, was man schön durchschieben kann. Ja, genau. So läuft herrlich. So, und wenn man dann so eine passende Stelle gefunden hat, wo man so Pickerl drauf machen kann, dann muss man es natürlich erst ein bisschen den Baum anpassen. Man nimmt meist den Baum und dann drückt man das so rund. Ne? Und dann passt es auch schön auf eine Rundung drauf. So, und jetzt kommt der Trick, die Bappe, ne? No Bappe. Bappe. Dafür haben wir noch eine ganz gefährliche Spritzpistole. Das ist so ein Bau- und Fassaden-Kunststoffkleber. Und das wird dann rausgespritzt
und dann schön drauf gemacht. Ja. Und dann draufgeklebt, und wenn der so 24 Stunden dran war, dann kriegen sie die mit den Fingern nicht los. Okay. So festkleben die Sachen. Und bitte keine Abmacher, welche der Trophäe, manche, also ich habe hier auch schon Schilder angebracht am Radweg und so, und dann verschwinden die und hängen dann irgendwo in einer Bar im Keller. Ja, genau, genau, so war es früher auch, ein Bierdeckel. Ja, genau. Also das bitte nicht machen, ich wollte es nur noch einmal erwähnen. Genau. Auch wenn man die Idee hat, heutzutage hat man ein Handy und kann es dann fotografieren, das ist eleganter dann zu machen. Also wie gesagt, das braucht man natürlich, da hier dann her Klebstoff rauskommt, ja, ist ja sehr gefährlich. Wenn man damit an eine Hose kommt, dann kannst du die Hose so gut wie... Also ich habe eine Arbeitshose an. Wir haben extra... So, und die Tour, also jetzt, wenn Sie da sagen, heute haben wir einen Projekttag, heute werden wieder Schilder hier geklebt, ja. So eine Tour sind dann einfach... Ja, 20, 30 Kilometer? Um, ja, also das wäre viel. Man schafft also in einer Stunde nur 2 Kilometer. Also wie gesagt, es kommt darauf an, ob man nur in eine Richtung klebt oder in beiden Richtungen. Man muss sich vorstellen, an jede Kreuzung, die man rankommt, oder jeder, wo ein Abzweig ist, muss ein Schild hin. Das heißt, du musst dir vorher schon überlegen, wenn du an die Kreuzung rangehst, wo machst du die einen Schilder so hin, damit die in die Richtung Norden läuft, und wo machst du die hin in Richtung Süden. Und dann kann es natürlich mal passieren, dass wenn du das merkst, Mensch, da hinten hätte noch eins mehr hingemusst, dann macht man da eins hin. Man macht in der Regel immer ein Schild pro Kreuzung und dann ein Erholungszeichen, so nach 50 Metern, damit man weiß, der Abzweig hat geklappt, da muss ich wirklich weiter. Und wo kein Fall dran ist, geht es natürlich geradeaus weiter. Ja, ja. Und auch da das immer an der Kreuzung 1 oder an der Abzweig 1, dann 50 Meter weiter ein Erholungszeichen. Also, das ist ja klasse. Also, da ist ja Logik dahinter. Und ich freue mich ja immer, wenn ich mal wandere, dass ich dann auch wieder so ein Zeichen sehe. Manchmal fehlt es und dann weiß ich nicht, wo du bist. Ich habe mich schon elend verfranst. Ja, egal. Also jedenfalls, Sie machen das ehrenamtlich. Genau, wir machen das ehrenamtlich schon seit ein paar Jahren. Seitdem ich Rentner bin, mache ich das bei uns in Göldenbeck. Und nicht nur in Göldenbeck, sondern auch im ganzen Bereich vom Teutoburger Waldverband. Das ist der Hauptträger. Herr Beck. Und entscheidend wichtig war für mich auch der Tiefeinstieg. Denn wenn man so ein Zeichen geklebt hat, soll man das ja nach 250 Metern wiederholen, damit der Wanderer weiß, er ist immer noch richtig. So. Und wenn man dann jedes Mal hier so oben rüber müsste, das kann ich nicht. Und deswegen ist wunderbar so ein Tiefeinstieg. Dann ist man ruckzuck rauf und auch ruckzuck wieder runter. Alles durchdacht, ne? Ja. Das ist so ein richtiges Projekt-E-Bike. Also wenn Sie mal wieder auf dem Wanderweg sind, dann sei Sie dankbar denen Leute, die sowas da hinhängen, weil ne, die haben es verdient einfach. Aber gut, also ich habe gerade noch gesehen, wir haben da noch eine entsprechende bei Schulsattelstütze, damit auch ein bisschen komfortabler fährt. Das fehlt bei der Isis nämlich in der Erstausstattung. Und was wir auch vom Schulz haben, ist ja ein höheverstellbarer Lenker. Denn es ist durchaus so, dass man ab und zu auch mal in verschiedene Situationen den Lenker mal gern hoch oder runter macht. Spiegel haben wir auch dort. Es könnte ja einer auf dem Waldweg vielleicht überholen wollen. Ja, wir sind auch eventuell viel zu zweit unterwegs. Ja, das also ist immer gut, wenn man sieht, wer hinter, ob er noch da ist. Ob er noch da ist, gell. Ob er noch woanders Schilder klebt. Wir haben auch Faltpedale dort. Also die sind gut. Von deiner Easy, das ist ein Original, ne? Die machen sie mittlerweile hin, weil jetzt kommt nämlich noch eine spannende Sache. Wir tun es nämlich in seinen Käferverlader. Also er hat tatsächlich noch einen Käfer. Ist das nicht der letzte, der gebaut worden ist? Ja, so ziemlich der letzte, mit der gebaut wurde. Und zwar gibt es ihn nur noch als Cabrio, der wird noch weiterhin gebaut. Und jetzt sind wir mal gespannt. 2016. Ja? Ein schickes Teil, wirklich in Kupfer und so. Und da tun wir jetzt mal das Easy rein und gucken, ob es passt. Schön. Also dann probieren wir es. Ja. So, wir nehmen jetzt die Körbe und Deichen ab. Und jetzt noch den Sattel. Da kriegt ja jeder Kunde von uns hier dieses Spezialwerkzeug, damit er selber auch mal Hand anlegen kann, wenn irgendwas zu verstellen ist zum Beispiel. Ne? So, also jetzt kommt die geht so raus. Dann machen wir mal den Lenker runter und schwenken den. Gell, das ist ja bekannt, dass man diese beiden Schulsattel-Lenkerstützen daneben 180 Grad drehen kann.
Ne, es waren 90 Grad. Ich muss aufpassen. 360 Grad ist schon gefährlich. Aber es sind 90 Grad. So. Und nun wird es nicht reingehen. Aus dem Grund nehmen wir noch einmal gerade das Vorderrad raus. So, das ist denkbar einfach. Das ist eine Schnellspannachse, also keine Steckachse, eine Schnellspannachse. Man löst hier den Exzenterhebel, hält drüben mit der anderen Hand die Mutter an. Schraub. Und zwar so weit, bis das Vorderrad rausgeht. Später, wenn man es wieder einbaut, einfach einbauen, mit der linken Hand gucken, wie weit hat man es denn jetzt zugedreht. Ich zeige es noch einmal, damit, wenn Sie da in die Situation kommen, das auch machen können. Und dann wird so lang verstellt, bis es hier fest wird. So, zack, jetzt wird es fest. Also nicht so drehen, nein, das ist falsch, sondern so. Okay, also ich öffne wieder. Zack. So, und jetzt müsste das Vorderrad ausgehen. Ups, Herr Pix, den nehmen wir mal gerade. Prima. So, die Pedale haben wir schon eingeklappt. Wunderbar. Den Spiegel, dann tue ich jetzt auch immer noch so daneben rein. Ja, das steht sogar so ganz gut und praktisch. So, da. Und nun, ich hätte jetzt noch den Akku rausnehmen können, dass es noch etwas leichter wird. So. Ich glaube, es wäre praktisch, wenn mir jemand hilft, Herr Beck, wenn Sie mal von innen her noch gehen. So. Aha. Also am besten ist man es zu zweit. Allo ist ein Bloch. Hopp. Ho. Sieh da. Prima. So. Also, wenn Sie auch Schilder aufhängen wollen am Jakobsweg und Sie brauchen ein entsprechendes Fahrzeug, dann kommen Sie einfach vorbei, mir helfen Ihnen. Vielleicht treffen Sie auch den Herrn Beck oder andere Pilcher, die dann alle da... Wir haben ja einen Film gemacht mit einem Pilcher, ne? Der hat auch ein Easy. Da fährt er nämlich diesen Weg entlang. Schön, also bis dahin, vielleicht lernen wir uns kennen. Tschüss!